ist die Kühe, ne? Ja, egal, okay. Dann lass mal, sagen wir, lass mal hier Vibor. Ich fahr noch hinterher. Oder die Straße oben. Ja, ne, schon. Hier ist doch Vibor, ne? Ja. Okay, komm, lass einfach hier laufen, egal. Wenn ihr was hört, dann hinlegen oder was weiß ich, sag Bescheid. Einfach wild schreien. Ja. I'm friendly. Aber so. Das funktioniert manchmal nicht. Zum Beispiel. Ne, ohne Scheiß, ne? Wenn ich einen sehe, ne? Mit der Absicht, den abzuschießen und der dann sagt, don't shoot, please, I'm friendly und so, ne? Und ich sehe auch dann wirklich, dass der so die Waffe auf dem Rücken hat, ne? Dann schieße ich auch nicht. Das ist manchmal echt so ein Lebensretter. Hm. Aber klappt halt nicht immer, ne? Weil ja, aber das hatte ich schon erlebt. Ich hatte eigentlich die besseren Karten. Hatte ihn im Visier und er sagt, komm, zieh die Waffe weg und so ein Scheiß. Habe ich die Waffe weggezogen, zieht er die Pistole und schießt sofort auf den Kopf. Ah, krass. Nur weil ich so gut mit ihm. Das ist nett. Und ja. Ehrenhaft, scheiße, ey. Das ist echt nett, ey. Boah, da habe ich mich echt auf. Ja, glaube ich. Looten wir? Oder direkt weg? Ja, nur die wichtigsten Gebäude, oder? Ja, okay. Also ich brauche zum Beispiel gar nicht looten. Ja, ne? Ist mir egal, ja? Also ich brauche nicht zu looten. Ja, ne, dann kommt weiter, dann direkt weiter. Klavier aus, denk ich mal, wie eh nur Wasser, was zu essen oder was zu anziehen oder so. Ey, dann lass aber nicht viel lang rennen, dann lass direkt hier hoch rennen. Weil die Häuser geben uns eher Deckung als hier die Bäume. Wenn du zum Beispiel da oben am Industriegebiet hockst, ne, und hier so lang guckst und hier rennt einer die Baumreihe entlang, den siehst du sofort. Das gab ein Zombie gespawnt. Zombie gespawnt, ja. Hier ist Tür. Ach ja, ja, war ja kein Wissen hier. Da schock mich, da rennt einer am roten Haus. Das ist ein Zombie. Ich voll, bin auch, voll equipped. Ich bin doch dran. Der rennt Richtung Supermarkt. Ich will doch nicht. Der ist beim Supermarkt jetzt. Wir sind am Pianohaus. Jo, wir sind hier. Oh, wow, wow, wow. Rotes, rotes Ding. Roter Rucksack. 10. Ey, Alter, was geht ab, ey? Im Haus, im Haus, im Haus. Der ist tot, der ist tot. Der ist tot, der ist. Bist du das hier? Ja, gut. Vor der Tür. Wow, ist Zombie hinter mir. Ein Zombie. Komm raus. Boah, Alter. Hast du mich fast erschossen? War da noch einer? Nein. Ich hab keinen mehr gesehen. Komm, lass mal dahin. Ich halte die Stellung, ich guck mich um. Lootet ihr den? SKS hatte der. Hello, my friend. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Ah, ist doch gut. Ja, die Weste könnte ich eigentlich brauchen. Das ist auch so voll makaber, ne? Er ist so voll über den Haufen geballert und dann, hello, my friend. Hello, my friend. Und noch voll böhne. In so einem Ton so, hello. Are you friendly? Oh Mann. Ey, kann ich die Weste? Ey, ich nehm deine Weste, ja? Warte mal, ich geh mal. Oh Mann. Are you friendly? Oh, der hat viel Essen dabei und so weiter. Ey, du kannst das sehen auf SK2 Gameplay. Check mal Puls. Daran siehst du, ob der noch da ist oder nicht.
Unknown Entity? Dann wechsle ich meine, einfach meine Welt. Ja, ja, Unknown Entity. Ja, dann ist er schon längst weg. Schade. Ja, das ist meine Hose, Mann. Was mach ich? Nicht die Hose, sondern die Weste, Mann. Boah, aber ey, das war echt, ey. Ey, ich hab fast ein ganzes Magazin auf den verballert. Oh. Das ist wegen dieser scheiß Ping, Alter, glaub mir. Hey, ich hab meine Sachen nicht in der. Nicht zu sehen. Ich sehe nichts mehr in meinem Inventar. Zieh mal eine Hose aus oder so. Ja, was soll ich machen? Siehst du was in deinem Rucksack drin? Nee. In deinem? Nee, in seinem. Nee. Ich komm mal zu euch, ja? Ja. Ich will auch noch ein Stück vom Kuchen. Aber ich kann ja mal anziehen, den Rucksack, Moment. Der ist leer, sieht der aus. Ich kann doch keinen leeren Rucksack sein. Meine Weste ist verschwunden. So eine Scheiße. Da waren noch meine Sachen drin. Irgendjemand hat den in den Kopf getroffen. Ja, ich habe auf jeden Fall gut in die Richtung geschossen. Ja, der stand fast unmittelbar vor mir, dann habe ich direkt auf den geballert. Der ist aber so komisch geglitscht bei mir. Ja. Ich war auch einfach nur drauf gehalten, ey, aber irgendwie. Ja, einmal hat er geschossen, dann hat er gesehen, dass er mehr, dann ist er abgehauen. Und dann. In die falsche Richtung natürlich. Hab ich einfach hier reingesprayt an die Tür. So, ich nehme jetzt mal ja, hab ich voll gesehen, überall Einschläge und so. Das sah schon geil aus. Oh, vielleicht ist einer in den Kopf gegangen oder keine Ahnung. Man kann keine Sachen. Ich hab mich voll erschrocken durch den SKS-Schuss, ey, der war voll laut. Ich suche mal meine Weste. Ah, die hängt hier oben. Aber ey, Vibor ist wieder unser. Echt? Aber der war auch alleine, ey. Was geht denn ab? Nur Lone Wolves unterwegs. Oder Lone vom Cowboys. Ich habe es lahm ohne Ende. Oh. Zombie kommt von irgendwo her. Aber wieso? Jemand schießt? Da, ich auf den Zombie, ach, weil. Du Scheiße, du bist. Ich dachte, du bist bei uns. Hab ich mich. Ich guck mich hier um, falls einer kommt so. Dann sehe ich den. Ja, in dem Rucksack sind bestimmt viele Sachen. Also, ich hab den gerade angezogen, da. Der war nichts. Ja. Aber man kann auch nichts reinlegen. Das ist ganz komisch. Muss er nochmal anziehen, ausziehen oder so, keine Ahnung. Aha, jetzt sehe ich wieder meinen Regenwurm. Leer, ganz halt leer. Ja, na, dann müsstest du aber auch Sachen reintun können. Eben, und da ist, das geht nicht. Rucksack ab. Rucksack auf. Was mach ich hier? Eben. Ich kann nichts rauslegen. Boah, ich will mal einen so wegsnipern, ey. Der so sitzt irgendwo in der, ganz hinten dann so in den Kopf, ey. Ja. Man so richtig, weißt du, so abmessen mit dem Visier und so. Also schön in Ruhe, weißt du? Ja, genau. Aber ey, das ist hier fast unmöglich. Ja. Das war in der Mod, wenn die Elektro gesnipert haben, ne? Da ist ja dieser Sniper Hill, wo oben diese Tanne liegt und da lagen die mal drunter. Ja. Und da konntest du immer so, wenn du halt einen gesehen hast, da immer ganz in Ruhe zielen und so, das hat voll Bock gemacht. Ja, oder halt nachts, wenn du irgendwo Licht siehst oder irgendeiner grillt und die sitzen dann da rum, da kannst du da auch. Ja, genau. Jetzt kannst du noch schön. Ja, man muss öfters nachts spielen, das ist mittlerweile voll cool, ey. Ja. Oder das Moondive-Video, wo die alle oben auf dem Rathaus saßen, bestimmt eine halbe Stunde, ne? Ey, und kein Schwein ist da irgendwie und schießt auf die. Ja, genau. Boah, wir hinterlassen heute Leichen. Habt ihr es bald da hinten? Ich sag gleich noch seine. Ich will weiter. Okay, ja, gut, dann so lange.
brauch so eh nichts mehr hier. Alles klar, ich renn vorne zum Supermarkt. Also in Richtung Supermarkt. Die Banane nehme ich mir vielleicht. Und die Cola. Komm. Na gut. Du, wer ist Richtung, du bist Richtung Supermarkt? Ich bin hier an der Ecke beim Supermarkt. Okay. Hier bei der Baumreihe. Bei der Apfelbäume. Beim Gerüst. Oder kurz, beim Supermarkt. Ja, ich seh dich, Komm. Okay, Polizei war nichts, ne? Nein, ist eh alles offen und so. Teil. Polizei kommt ja schon dazu. Na gut, ja, dann kommt hoch Industrie und dann weiter. Oh, ich dachte gerade, da liegt einer auf dem Gebäude, aber war das nur eine Baumspitze? Seid ihr das? Da rennen zwei Leute. Da, wo? Zwei? Richtung Brunnen. Ich bin davor. Ja, da. Da ist einer. Der läuft zur Garage. Wer ist am Tor? Schieß jetzt. Der hat kassiert. Der hat auf jeden Fall kassiert. Der steht hinter der Garage. Kopfschuss. Boah! Alter, ist der Alter, geil. Ist der jetzt zusammengeklappt, ey. Wer schießt noch hier? Ich. Da hat sich einer in einem Busch versteckt, ich hab einfach mal drauf gehalten. Wo? Welcher Busch? So ein Busch, wo der Turm ist. Da ist ein Busch vor. Da schieß ich. Wer schießt? Ich. Okay. Am Turm? Ja, vor dem Turm, an dem Gebäude, beim Turm. Das Gebäude rein. Jetzt noch. Da, ist der ist glaube ich hingefallen, oder? Ja, der ist zusammengefallen. Ja. Wo denn? Hier. War der noch in dem Busch? Am Busch, ja. Der war immer noch da. Boah, ich hab da drauf gehalten, ey. Am Tower ist tot. Am Turm habe ich ihn. Alle tot. Boah, alter Schwede. Alle noch am Leben. Wer schießt hier? Ich hab hier nochmal einen gesehen, weil der so komisch aussah. Die sind noch da? Wer schießt jetzt? Noch? Ne, ich hab den noch, Boah, okay. Boah, der Munition, Alter! Guck dir den Vogel an, was der Ach, macht. Ach du Scheiße! Seid ihr sicher, dass wir alle gekriegt haben? Wie viele waren das jetzt? Zwei? Ja. Aber der eine ist hier hinten, ne? Hinter dem Haus. Weil es kann auch sein, dass es drei gewesen sind. Den einen habe ich hier hinterm Haus einen Kopfschuss gegeben und den einen hier habe ich durchgesprayt irgendwie. Guck mal, wie der hier sitzt. Ja, weil das steht hinter mich wie echt erschreckt. Hey, servus! Wir sind freundlich. Soll ich den Channel sagen, dass die uns hassen? Ja. Wo kann man den? Ach, hier kann man. Ihr könnt uns besuchen auf SK2 Gameplay. Auf YouTube. Der ist nicht mehr da. Doch, man kann ihn looten. Ich kann ihn looten. Der hat Kompensator. Oh, und SK2. Warte, ich hau seine Sachen raus. Du meinst SKS? SKS, SK2 sag ich. Ey, die ist sogar pristine, die Muni, korrekt. Danke. Guck mal, wenn der hier. Nein, das hast du dir gesehen, wie der hier sitzt. Komm, mach mal einen Screenshot, ey. Ich komm zu euch, komm an. Guck dir den an. Komm, ich mach euch Screenshot, ey. Warte, ey. Warte mal. Wie er die Hände hat auf ihn. Das schreit doch nur danach. Vielleicht ist das ein Hund, richtig? So, dem hab ich es gegeben. Boah, ey, der hat hier Muni dabei, ey. In den Rucksack könnt ihr reingucken, oder nicht? Immer noch nicht. Ich kann da nicht rein. Boah, ne, hier, der hat einen Revolver. Ne, Rucksack nicht. Ja, warte mal, ich geh mal zum anderen.
Ey Jungs, ich fühle mich echt noch unsicher, ne? Kann sein, ja, ja, wir müssen das schnell machen, wir müssen schnell weg hier. Komm, ich kann mir nur die Muni. Mit. Die tragen alle leere Rucksäcke, was soll denn das? Wieso habe ich jetzt drei Magazine hier schon? Beschwer dich doch nicht. Ey, lass mal hier weg. Weg, schnell, schnell. Ich muss kurz irgendwo gleich meine Sachen neu sortieren, weil ich bin jetzt total hoch voll. Lass mal Richtung Airfield oder so, oder ach nee, wir wollten Military. Nein, lass mal hier runter. Dann komm ja. Hier, lass mal in die Metallhalle. Ja, okay, gut. Ja, einer bewacht dann so die Eingänge, ne, während die anderen beiden sich so dann in der Kammer. So. Jetzt ist nicht in meinen Rucksack, ey, leck mich da haben. Okay. So, da haben wir jetzt schon unser PvP, ey. Hab das gesagt. So, ich muss kurz hier ordnen. Hier liegt noch ein Burlap-Sack in der Halle. Oh, der Server ist echt voll lahm. Ja. Ich glaube, die ganze Muni, die ich gerade verballert habe, die habe ich jetzt wieder. Schon wieder? Ja. Ach ja, aufgesammelt, ne? Naja. Ja, ja, klar, klar. War aber gut, dass du die gesehen hast, Alter. Ja. Ja, ich gucke mich immer um beim Rennen, immer. Eigentlich unentwegt. Aber die waren bei uns eigentlich, vor uns, ne? Ja, ja, ja. Wir sind zur Mauer gerannt grad... und dann genau. Ist der gerade zum wollte, ist der da Richtung Brunnen da an die Garage gelaufen. Mhm. Dann stand der an der Tür, dann haben wir da drauf gebratzt. Und dann ist er hinten an die Ecke gegangen, dann habe ich genau so einen Schlitz gesehen, wie der da stand mit der Waffe. Ja, ja, und dann war am direkt Kopf und dann der andere hinterm Dings, ne? Hinterm geäst. Schade, dass ihr zu schnell seid. Dass ich das nicht gefilmt habe. Oh nein, hast du nicht gefilmt? Naja, ich. Schade. Ich sehe schon, wie sie weggelaufen sind, dann ist er verschwunden auf einmal. Ich glaube, er ist umgefallen. Später können wir ihn angucken. Ach scheiße, ich hätte noch mehr Muni mitnehmen können, sehe ich gerade in den Gorka-Fans. Ja, vielleicht sind jetzt, ich konnte jetzt meine Magazin nachladen. Langsam muss ich auch wieder trinken. Ey, ich habe jetzt zwei Wasser drauf. Achso, ja, Wasserflaschen hab ich auch noch. Dunkelgrün energized, dunkelgrün hydrated. Ich bin immer noch hellgrün energized, ey, es geht gar nicht mehr weg. Ich habe so viel gefressen letzte Zeit. Was hast du deinem Spiel angetan? Ich bin gemästet. Er ist. Okay. Seid ihr immer noch in der Halle? Mhm. Ja, ich bin so weit fertig. Ich könnte noch ein bisschen Munition holen, ey. Ja, geh, ich hab da ganz kurz geguckt, da ist keiner hingelaufen. Komm, ich riskier's nicht doch mal schnell. Nicht, die waren auf Wanderschaft. Aber nicht, dass einer die Schüsse gehört hat und jetzt hier hinkommt. Der eine hockt immer noch da so. Ja, sieht cool aus, ne? Der ist echt ein echt. Das sah aber echt geil aus, wie der zusammengeklappt ist. Vor allem dem seine Axt irgendwie, ne? Die ist irgendwie am Zaun hängen geblieben. Zu dritt macht das schon Bock, ey. Ja, wenn man. Eben. Bist du das hier? Bist du das hier? Ja. Okay. Das bin ich. Ich steck mich nicht. Oh ja, du hast mich erschreckt. Ich will nur so Schritte auf einmal hoch da rein. Hier ist eine Waffe, sag ich. Eine Spraydose. Du könntest die Axt anfangen. Ich komm wieder rein in die. Wer lacht also?
Mitbewohner. So. In die, wo bist du wieder rein? Ich bin in die Scheune rein. Ey, krass. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Ich geb den Typen noch einen Kopfschuss. Ey, da schießt einer. Das war ich. Ja, der hat doch gesagt, er gibt dir den Kopfschuss. Paranoia. Ich hab hier so ein Bandana Polka Dot gefunden. Was heißt Anti? Oh nein, ich hab meine Weste da liegen lassen. Was heißt Anti? Ich komm nochmal dahin. Hast du eine Weste aufgehoben, denn? Nee, was heißt Anti, Max? Anti, was heißt Anti? Bestimmt, Deine Hintern? Auf Google. Weil ich kann das, ne? Meine Weste. Ich kann das into Rex und Anti-Bandana, was Anti? Ach, Anti, aufmachen, so. Also entbinden heißt das dann wortwörtlich. Ja, ich hab das entbinden. Ah, ich hab eine Face Mask. Bist du eigentlich? Hier in der Fabrik. Aber die ist so scheiße Farbe, ey. So, nochmal kurz hier die Weste ordnen. Wo seid ihr? In der Halle. In der Scheune. In der metallischen. In der Holz. Wir sind Holz? Hoch. Am Kamin hoch. Kamin, sag ich so. Da wo die Leichen liegen, ja. Da. Okay, warte, ich komme auch da hoch. Ach, da, ich komme. Ey, das da ist. Da hinten scheiße. Ist schon das Airfield zu sehen. Ja, da können wir als nächstes hin. Ich kann ja mit der Mosin mal da ein bisschen snipern so. Ja, ich hab da auch ein Fernglas. Was ist das für genau wie gemacht? Na, das ist der Dosenöffner. Aber ey, Kugel, ne? Jetzt mal. Jetzt mal ernsthaft. Kugeln gehen doch eigentlich durch Büsche durch, ne? Mhm. Ich frag mich, warum der nicht gestorben ist. Ich hab ein ganzes Magazin auf den Busch gehalten. Also, sagen wir ein halbes Magazin. Ich in seine Richtung. Also, hab gesehen, dass er da läuft. Bei mir leckt das bisschen, aber trotzdem nachgegeben. Das ist echt komisch. Oder auch, wenn so Leute hinterm Zaun sitzen, ne? Ich hab mal mit einer Double Rifle, die auch total viel Power hat, jemanden 4 Kugeln in die Brust gegeben, ne? Oder so, also halt Oberkörper. Durch den Zaun durch, aber irgendwie hat er keinen Schaden genommen. Ich glaube, das wird erst berechnet. Und das ist der Lag von dein Lag, sein Lag, Server Lag. Ja, nee, dann wäre ja ein paar Sekunden später dann der Schaden kommen, aber war ja nicht. Der Platz ist ja komisch, die müssen die noch machen, dass so die Durchschlagskraft nochmal überarbeitet wird von den ganzen Geschossen. Ja, ich finde sie eigentlich ganz gut. Man stirbt nicht sofort. Ja klar, man kann zum Beispiel durch Wände durchschießen, Steinwände und so, ne? Kann aber man durchschießen, aber nicht durch Büsche oder durch Zäune. Durch Zelte geht auch nicht. Durch Zelte geht auch nicht? Ja, guck. Da wollte einer direkt auf mich schießen und nix. SKS. Ja. 10 ein ganzes Magazin. Ja, guck. Das waren natürlich so ein paar Patches. Nein, ich ja, aber hat jetzt nicht ins Feuer dafür. So. Denkt ihr, die kommen, die Sachen holen? Ah, oh, das dauert. Ja, genau. Seid ihr soweit oder braucht ihr noch was? Ne, wir können da jetzt los. Ja, dann los. Back hoch, würde ich sagen, ne? Ja, zum Airfield jetzt, oder was? Ja. Ja, nicht? Ja, ja, komm, natürlich. Okay. Ja, komm. Was hat das hier? Vor irgendjemandem müssen sie ja Angst haben. Ja. Laufen und räumen auf, ne?
direkt zur Baracke unten. Ja. Ich glaube ja, dass wir die Banditen werden jetzt ganz gut gemacht. Wenn wir die jetzt erwischen. Boah, 4 Stück, ne? Mhm. Ja, genau, dieser Banditenklan. War das ein Blitz oder war das ein Schuss? Ich hab gleich einen Schuss gehört. Nichts. Von der Longhorn. Dann nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Auf Zickzack. Laufen aber wir nicht auf, nicht auf uns, nicht auf uns. Aha. Okay. Richtung Tannenbäume, ja? Ja, ja. Hier geht's bestimmt ab. Da steht ein Zombie rechts auf dem Feld. Es guckt Richtung Baumreihe. Bleiben wir auf der Höhe erstmal hier? Eine Zombie. Zur Mauer. Eine Zombin. Zombin? Und guck mich dann ein bisschen an. Also ich sehe hier nichts. Seid ihr schon drinnen oder draußen noch? In einem kleinen Wäldchen hier, an der Mauer noch hier. Musst du rein? Ja, hier müssen wir lang. Okay, dann hab ich euch gerade gesehen. Wir müssen umgucken, bis mein Atem sich beruhigt hat. Mhm. Gehen wir in dieses Polizeigebäude rein, weil ich schon ewig nicht mehr. Ich würde sagen, erstmal die Baracke hier. Ich finde ja noch eine AKM. Von oben kann man dann eine gute Deckung geben. Wenn man oben ist. Warte mal. Ah, ich sehe dich jetzt. Ja, okay. Okay. Wie die Militärwache oben ist offen. Ja. Ja. So, da läuft er jetzt, ne? Da Dennis läuft jetzt. Ja, ja. Mhm. Ich renn so etappenweise, dass ich nicht außer Atem bin. Außer Atem, Dingse. Ich weiß noch hier in den Hecken ein bisschen. Tor ist offen. Bin jetzt innerhalb der Gemäuer. Ich bin an der Mauer. In die Baracke. Ich gehe jetzt in die Hecke. Mit einer. Ah. Hier sind noch Combat Boots. Wurden. Was ich gerne haben will. Den habe ich. Ich komm wieder raus. Ich hocke immer noch in der Hecke. Okay, pass auf, ich gehe mal hinter die Militärwache. Guck von hinten so ein bisschen da rein. Geh mal vorne rein. Ja, ich geh das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob hier einer im Glitch drin sitzt, aber... Ich bin da auch an der Tür. Ob das überhaupt noch geht. Unten ist frei. Boah, hier liegt ein Trommelmagazin. Oh! Zwei! Oh! Aber leer. Ich hab keinen Platz mehr, warte mal. Scheiße. Ich kann mal gut Munition drin stehen. Ach, so kann ich das vielleicht nehmen. Ich guck mal ein bisschen übers Airfield so.
von oben kannst du natürlich jetzt mit dem Fernglas, ne? Bleib am roten Tor. Immer noch einmal nachladen, ne? Ja, ja. Ah, hier liegt so ein Smash-Rucksack. Ich nehme rein. Ohne die Smash-Weste ist da eigentlich scheiße. Und eine SKS liegt schon hier oben. Na, so ein Trommelmagazin. Ey, wenn ihr, Jungs, wenn ihr noch Platz habt, könnt ihr mir das mitnehmen, keine Ahnung. Okay. Ja, kann ich machen. Eins kann ich mitnehmen. Wo liegt das? Oben im oben Raum, im oberen Raum. Okay, ich komme. Ich bin nicht. Wer hat da gesplittet? Das bin ich. Unten noch Munition. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt rein. Ich bin unten. Komm hoch. Hey, hier ist eine Banditenmaske. Könnte ich eigentlich. Oh nein, nicht nachladen. Okay. Oder ihr kannst das eigentlich direkt behalten, das Trommelmagazin. Was kann ich? Wer hat nachgeladen? Ja, ich. Ah, okay. Brauchst du kein Trommelmagazin oder was? Ich ne. Wieso? Ich hab 12 normale Magazine, so will ich noch mit dem Trommelmagazin. Das ist ein Bratzer-Magazin. Quatschbar. Ja. Da sitzt da oben auf dem Dach einer von der Feuerwehr. Links. Nee. Ich kann das jetzt nicht sehen. Ist ja auch möglich. Da sitzt keiner. Die Leiter guckt da so ein bisschen hoch, vielleicht ist das doch zu süß. Also die ragt da so raus. Also, meine, da rechts, ne? Das sieht so aus, ne? Aber ich grüße den Baum, der dahinter ist. Seid ihr nicht drin? Ich dachte, ihr seid drin. Ne, ich bin draußen, ich guck auf die Feuerwehr. Ich wechsle mal die auf die Mosin. An sich vielleicht mehr. Ne, da ist echt keiner, ey. Das ist nur der Baum. Hey, läuft einer neben mir? Das bin ich. Ich glaube, ich ist okay. Entschuldige. Ach, dieser Airfield, ey, der ist so groß und so. Ja. Gefährlich. Da steht ein Zombie auf der Bahn noch, hier rechts, ganz rechts. So, ja, hab ich gesehen. Ah, der Server wird immer leerer. Hm. Ja, reicht noch für. Die Banditen sind weg. Stimmt, zählen ja 4 Mann so für einen. Also jetzt, wenn wir einen sehen, sehen wir alle 4. Ja, also ich sehe hier nichts, keine Bewegung weit und breit. Nicht. Ja, weiß ich, looten unbedingt brauche ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Ganz ehrlich. Ich war das. Okay. Ich wollte gerade fragen.
Warte mal, ist die Baracke überhaupt zu hier? Nein, ist offen. Okay. Beide sind offen. In der Baracke war ich gerade, falls du Military Boots haben willst, ne, für die Combat Knives und so, dann liegt er noch. Wie waren wir eigentlich schon? Oh, 10 vor 1. 10 vor 1, okay. Ich mach gleich mal Schluss, um 1 Uhr mache ich Schluss, weil ich muss bald pennen, ich muss morgen früh dahin. Ja. Na, da, irgendeiner macht den Waffen. Hier läuft einer recht hier, Dennis. Ja, ich. Du machst diesen Waffen-Switchback. Wow. Ich? Ja, ja. Aber wie das denn? Ich hab noch 2 Waffen. Ja. Da kann ich ja direkt essen. Moment. Da kann man dieses Bandana, kann man das ansprayen oder irgendwie? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Voll hässlich. Jetzt habe ich endlich eins und dann so eine hässliche Farbe. Ja, so. Das ist so lila mit roten Punkten. Ah, das. Ja, irgendwie habe ich noch nie ein anderes gesehen. Ja doch, das grüne, was der Victor einmal hatte von dem... Ah ja, stimmt. ...Jungs in, Svetlo... Nee, Novo. Novo Sorks. Also. Novo Dmitrovsk. Novo Dmitrovsk. Ey, mache ich die immer noch, die Animation jetzt? Guck mal. Bei mir nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, nice. Naja, 3 Leute gekillt. Noch am Ende so. 3? Ne, 4. 4? 2 einzelne und einmal 2 zusammen. Also insgesamt dann 4. Ach ja, stimmt, der eine auch noch. Ja, 4 Leuten den Spielspaß versorgt. Nur damit wir 3 Leute Spielspaß haben. Also mehr Spielspaß haben. So kann's laufen. Muss es aber nicht. Ja, ich meine, den ersten, den ich gesehen habe, den hätte ich auch. Aber selbst die hatten auch kein Zelt dabei, ne? Also ist schon heftig, ey. Ja. Hey, ja, ich überlege, wenn man welchen Ketten du meinst. Ja, pass auf, den ersten auf haben wir in der neuen Stadt. Ja, ein Schuss. Ne? 2. Ja, ein Schuss. Oder so. Egal. Danach der eine in Vibor und dann die 2 oben in Vibor bei der Industrie. Was hab ich denn vergessen? Ja, der eine mit dem roten Rucksack, der gerade. Ah, natürlich, ja, der gut. Und der andere mit dem schwarzen. Ja, das war echt mal hier aufgeräumt. Und die 2 noch. Ja. Und keiner ist gestorben, keiner wurde angeschossen. Ja, ohne Scheiß, uns. Voll geil. So, nee, wir hat echt noch geklappt, ey. Wir sind gute Laufwege gegangen, weil darauf kommt es auch sehr, wo du ankommst, sehr, nicht? Sehr darauf an, wo man langläuft, ja. So, dass man, dass andere einen nicht vermuten, ne, wo man langläuft und man selber immer den Blick darauf hat, wo die meisten immer lang rennen. Ja, stimmt schon. Das macht so viel aus. Wir wollen ja gesehen werden. Nach einer Zeit wollen sie gesehen werden, wenn sie alleine sind. Manchmal ist, also meistens ist es ja auch eine Geduldsfrage, wenn du lange geduldig bist und immer behutsam spielst, irgendwann denkst du dann, ach, da kommt da eh keiner und so, und dann wirst du unvorsichtig und dann passiert's. Ja. Okay, 10 Minuten haben wir noch. Ja, ich würde sagen, dann ich laufe schon mal irgendwo hin und mich aus. Nee, 10 Minuten warten und dann auslaufen. In 10 Minuten kann viel passieren. Aber ich lock mich nicht hier aus. Ja. Lock dich doch mitten auf dem Airfield aus. Ja. Klar. Weißt du noch Anfangszeiten da, wo ich gesagt habe, ach, da schießt keiner auf mich. Bin ich einfach draufgelaufen, hab Hände hoch, links, rechts, diese Friendly-Bewegung gemacht. 10 Meter weitergelaufen, stehen geblieben, wieder. Ja, mach das jetzt mal. Ja, echt. So voll bewaffnet mit AK und Trommelmagazin und dann so einer Friendly. Ja. Ich hab da hinten eben die Bewegung an der Mauer gesehen, aber ich weiß nicht, ob das so ein Aufploppen war.
Oder ob da einer langgelaufen ist und ich habe das so an den Dings gesehen. Okay. Aber welche Mauer? Da hinten zwischen den zwei Gebäuden, an den ganz rechten Hangar. Da ist so ein bisschen Schlitz unten in der Wand. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das das. Ah ja. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch verguckt, weiß ich nicht. Aber mal sehen. Guckt mal Richtung Feuerwehr vielleicht oder so. Vielleicht. Ja, ich behalte mal die Hangars im Auge. Ja. Hier hinten sind sie aber auch gerne. Was? Auf dem Hügel hier? Nee, so da wo wir sind. Ja. Ach so, so ja, also hier eigentlich weniger, aber so in diesem Gebäude. Viele kommen noch hier von Süden und positionieren sich dann erstmal auf dem Hügel da. Hier rechts von uns. Hm. Ja, die Bibel hat uns Glück gebracht. Ja, ohne Scheiß. Daran lag's, ne? Ja, ne? Das ist auch gut, Echt, behalt die. Als wenn Gott so kommt und sagt und dann uns so auf die Schulter tätschelt und sagt, gut gemacht, Jungs, dass ihr meine Kinder erschossen habt. Gelehrt habt, auch zu verlieren. So kann man es auch sehen. Meine Kinder erschossen. Ich hab voll Bock jetzt zu schießen. Oh, aber der eine hatte richtig viel Muni dabei, ey. Boah, das war ein richtiger Assi. Schau, was die anderen übrig gelassen. Alles an sich gerissen. Ihr Ratte. Ohne Scheiße. Ey, der ganze Mountainbackpack von dem war voll. Also drei Viertel war alles voller Muni. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. SKS-Muni, ne? Ja. Oder die haben geklont vielleicht nicht. Oder ja, oder die haben so gespielt wie wir. Guck mal, jetzt haben wir die ganze Muni. Und wenn uns einer abknallt, guck mal, ey. Ja, boah, wenn die uns abknallen, Junge. Ey, erstens meine 12 Magazine mit jeweils 30 Schuss. Ja, ich hab dann auch noch 7 oder 8. Meine drei High Capacity Vests. Dann meine Roundbox hochvoll. Also wir sind größere Asis. Ja, Mann. Ja, aber dieses Loot, das ist auch schon Monate alt. Ja, klar. Ja, mein Zeug ist auch echt. Ich hab Hardcore lange nicht gespielt, einen Monat locker. Ja, ich auch so. Ich hab nur Experimental gezockt, ein oder zwei Monate lang. Okay. Ja, haben wir uns auch getroffen. Wow. Ja klar, nur was bei Experimental immer abfuckt, ist bei jedem Update immer diese Charakterresets. Passiert das? Ach so. Egal, jetzt macht Stable wieder Bock, ey. Ja. Ja, jetzt ist ja auch Stable die aktuelle Experimente-Version, ne? Ja. Genau. Hab ich dich auch gewundert, ey, dass genau dieselbe Version war. Ja. Warte mal ab, wenn nächstes Experimental-Update kommt, dann zockst du das wieder. Ja, kommt drauf an, ne? Was da kommt. Eine neue Waffe. Die Bären sind jetzt auch schon hier implementiert, aber deaktiviert. Habe ich gelesen. So, okay. Mit dem Patch schon implementiert, aber noch deaktiviert. Wiederholst du? Also mit dem nächsten Patch gibt es Bären. Was ist Bären? Hm? Ja, ich denke mal, die werden erstmal unspektakulär sein, ne? Ja, so mit der ganz normalen Zombie-KI, ne? Wie auch das in Tiere. Ja, ich gucke mir das, klar, ich werde mir das angucken. Aber wie Zombies du sagst, Bären losgehen? Mit dieser Charakter-Reset, das fuckt echt voll ab, Mann. Ja. Da kann man ja so Faxen hier so kurz ein bisschen PvP machen, nicht mal was angucken und dann wieder runter. Ja, wenn du Loot findest. Ja, echt. Echt, ey, diese Server, ey, alle voll immer. Ja.
Ja, aber pass auf, guck mal, jetzt haben wir es ja eigentlich gut hinbekommen mit dem Loot, ne? Jetzt haben wir eigentlich so ziemlich viele Sachen so in Häusern entdeckt, ne? Was eigentlich bei den letzten Experimental Updates nicht so war. Und ich denke mal, das bleibt jetzt auch so. So in etwa. Von der Menge her. Und dann geht's ja. Letztens habe ich einen auf Experimental gesehen, so, hab ich auf den geschossen und der so, PvP auf dem Experimental Server, Was? Das ist normal. Dachte ich. Ja, aber man kann es auch anders sehen, ne? So wie Basti gerade erklärt hat. Zum Erkunden. Naja, was willst du machen? Überall ist irgendwie dasselbe. Denkt ihr, das ist schon gelootet da vorne? Tja, die Frage hier, hier lag auch noch der SKS und hier war schon gelootet, ne? Ja, deswegen ja. Mehr Sachen spawnen jetzt neu. Ja, hier, so eine Tank Cap. Also so eine Tankmütze könnt ihr euch holen. Aber ich finde die hässlich, ich finde die voll hässlich. Die auch hässlich, ja. Die ist so schwarz, ist aus Leder und hat so Rillen, so, keine Ahnung. Ja. Ja, egal, sollen wir uns langsam ausloggen gehen? Hier kommt eh keiner. Naja. Ja, ich sehe auch nichts. Okay, wo gehen wir hin? Hier, ne, zurück. Ja. Oh, die Sonne, ey. Neben uns ein Riesenloch und wir kriechen unter. Ja, das Survival Feeling, ne? Das fällt auch frei. Baum rein auch. Wisst ihr was? Ich glaube einfach hier in dem dichten Busch hier auf. Dichten Wald. Ja, ja, hier ist auch Wasser direkt, ne? Oder? Täusche ich mich. Ja, ja, da bei der Scheune. Ja gut. Ah, ey.